Willkommen zurück hier bei Comet Mission. Willkommen zurück in der Normandie. Ich würde sagen, wir machen dieses Mal so gut es geht nahtlos weiter. Versuchen jetzt unsere Einheiten hier hinten auch langsam nachzuziehen. Nicht, dass ich sagen will, die Rücksicherung wird unwichtig, aber ich denke, sie lässt etwas nach. Ich glaube nicht, dass da allzu bald was hinter uns kommt. Gut, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde die Panzerjagd hier jetzt erstmal nicht weiterjagen. Ich werde versuchen, sie zu umgehen. Wenn die uns auf diese Distanz nicht sehen können, dann werde ich versuchen, mich hier unten durchzuschlagen, denen einfach aus dem Weg zu gehen und dann hier rüber mich zu verpieseln. So weit, so gut. Wollen wir doch mal sehen, ob wir Glück haben oder nicht. Hier werde ich gleich wohl einen Spätrupp ausgliedern, der mich hier im Süden durchbewegt. Okay. Da oben gibt es anscheinend eine. Das war ein Piat Boy, der hätte jemanden Lux gefährlich werden können. Aber wir kriegen trotzdem Feuer rein. Die erstmal können da nicht durchschießen. Okay. Ja, jetzt so schnell wie möglich Feuer aufbauen, damit wir da nicht am Ende einen kürzeren ziehen. Das darf uns aber jetzt nicht dauerhaft blockieren. Nichtsdestotrotz muss man hier noch ein bisschen weiter aufpassen. Ein bisschen auf die Ketten achten. Hier zum Beispiel, der hat auch schon angeschlagen. Nicht, dass wir deswegen noch ein Fahrzeug verlieren. Das wäre höchst ärgerlich. Wenn das Fahrzeug hier unten ist, lassen wir die hier ranspringen, hier durchsprengen. Hoffentlich reicht es dann noch für diese beiden. Ist ja nicht ganz klar, wie hier der Sprengladungsverbrauch ist. Den werden wir auch schon mal hier runterfahren lassen. Ich dann im Grunde genommen hier unten durch, bis hier hinten, wenn es geht.
und hier die polnischen Kräfte umgehen, so gut wie möglich natürlich. Jetzt ist natürlich einerseits erstmal das hier wichtig. Die scheinen mir ganz gut unterdrückt zu haben. Gut, das sieht gut aus, die sind da, der LKW kommt. Wichtig ist also auch, dass er so langsam alles nachziehen will. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir Nachspielzeit, wie man so schön sagen kann, bekommen. Und wenn wir die nicht bekommen, dann müssen wir natürlich zusehen, dass wir so viele Einheiten so schnell wie möglich rausziehen aus dem Ding hier. Vor allem, weil natürlich das Durchqueren dieser Hecke da unten auch wieder Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber im Zweifelsfall lasse ich die LKWs halt stehen. Da das jetzt hier ein bisschen eilt, machen wir hier mal aus dem hier einen Befehl, einen Schnellbefehl. Und da die schon so gut wie drüben sind, können wir dann anschließend hier, ja, und so.
Wenn sie jetzt natürlich nicht wieder hier drei Ladungen brauchen, oder hier zwei, da eine, aber da auch eine. Ja, gut. Wir werden es ja gleich sehen. Jetzt mache ich den nächsten Zug. Müsste ja den Turm schon so halb schräg drehen oder so, sollte dann was schießen, aber vielleicht nicht ganz so lange Zeit. Ich möchte den natürlich erstmal hier so grob rüberbringen. Dann weitersehen. Wenn der unbemerkt durchkommt, kommen die LKWs auch durch. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Jetzt nur zwei. Ist komisch, dass das bei den Pioniertrupps so schnell verbraucht worden ist und beim Durchbruchstrupp. Die brauchen wirklich nur einen pro Hecke. Fehlt mir natürlich eine Ladung, dann könnte ich mich hier hinten eventuell auch noch durchsprengen. Bei der Infanterie kommt hier so, ich und die Fahrzeuge eh da oben. Also. Sollte das gehen.
rein zu da. Gut, gucken wir mal, ob wir die schon zügig rüber bekommen. Hier haben wir Stau. Hilft also nichts, da dann die nächsten Einheiten loszuschicken. Gucken jetzt, ob der Panther beschossen wird. Okay, das war's mit Sprengladung. Gut, der Panther hat soweit schon mal nichts abgekriegt. Fahren wir den mal dahin. Den LKW nehmen wir jetzt mal als Köder. Ich werde mich zwar dafür hassen, wenn meine Mörsertrupps gleich alle drauf gehen, aber wenn das der Preis ist, dass eventuell der Panther dann, wenn hier wer schießt, sie vernichten kann. Ich könnte ihn jetzt leer räumen, aber das kostet mich halt Zeit, die ich eigentlich nicht habe. Ich hoffe einfach, dass die Sichtverhältnisse durch die Hecken und allem da so scheiße sind. Also, ich poker gerade. Ich bin ganz ehrlich, ich poker gerade. Ich hoffe wirklich, dass die Sichtverhältnisse so beschissen sind, dass die LKWs durchkommen. Das kann schief gehen. Aber ich will es jetzt ausprobieren. Um ehrlich zu sein, ist für mich die Mission auch langsam wirklich ein bisschen dolle gestreckt. Ich würde die gern hinter mich bringen. Ich hoffe, dass ich dadurch jetzt nicht zu großen Bockmist baue, aber habe sowieso nur noch 10 Minuten Zeit, um hier alles rauszubringen. Wir werden sehen.
die schießt bisher zumindest keiner, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Den Panther auch nicht. Pedal to the metal, würde ich mal sagen. Ich bin immer so gewohnt, dass man oder dass ich Eile statt schnell nehme. Weil Eile ist, glaube ich, so der typische Befehl für Geschwindigkeiten. Schnell birgt häufig bei Fahrzeugen die Gefahr, dass sie sich festfahren, wobei das eher für Halbketten gilt. Und Panzer, bei LKWs gibt es eigentlich keinen, also mir jetzt auf Anhieb keinen Grund, warum man da nicht zum Beispiel schnell nehmen sollte. Bloß arbeite ich normalerweise auch nicht so viel mit LKWs, weil ja, die können halt nichts ab und ich spiele halt auch nicht so oft Szenarien wie dieses hier. Ich will jetzt nicht wenigstens ein, zwei LKWs schon rausbekommen. Dass hier hinten natürlich auch mal was stehen soll, das beunruhigt mich gerade. Aber wir werden jetzt sehen, ob der LKW durchkommt. Oder im letzten Moment eventuell doch noch einen Treffer einstecken muss. Okay, es wird diese Runde nicht mehr. Es wird also nächste Runde spannend.
dann ziehen wir gleich den ganzen Haufen da ab. Versuchen wir mal endgültig uns hier zu lösen und runterzukommen. Bevor wir doch noch was Wichtiges verlieren. Warum geht der LKW nicht raus? Steht er nicht ganz drin oder was? Fällt mir jetzt natürlich nicht. Oder kann ich ihn nicht evakuieren? Den LKW ist hier eventuell gar nicht rauszuziehen. Wäre dann auf jeden Fall höchst ärgerlich. Aber gut, da muss ich ihn ja nur dismounten und dann sollte das ja dann gehen. Hier produziere ich gerade wieder einen wunderbaren Stau. Aber macht nichts. Von der Hecke weg und dann auch zügig. Ah, jetzt.
brauchen unbedingt die Überspielzeit. Das ist echt schwierig. Das ist ein Krempel, der hier noch durch muss. Ich könnte natürlich auch versuchen, hier oben durchzuschicken. Das ist halt schon eine Gefahr, ne? Also das würde mir aber viel Zeit sparen. Wir versuchen es mal mit dem Königstiger. Nicht wirklich, oder? Das ist jetzt richtig Mist, der da stecken bleibt. Aber er fährt wieder. Beschissene Sichtweite arbeite ich jetzt natürlich für und gegen mich. Aber im Moment dann wohl eher für mich. Ja, 6 Minuten, das wird echt knapp. Ah, die nächste Runde. Dann nehme ich den da weg. Eventuell, wenn es wirklich knapp wird, muss ich hier auch gucken, ob ich hier nicht abkürzen kann, hier durch einfach hier lang zu fahren. Kommt immerhin so ein bisschen Fluchtcharakter auf.
versuchen wir es. Mehr als explodieren kann er uns ja nicht. Auch diese Runde noch nichts. Lux sich als letztes danach. Die sind ja fix. Ah, diese grünen Pfeile sind auf jeden Fall schon mal gut. Ein gutes Zeichen. Oh, der Projektsieger ist aber fix durch die Lücke durchgekommen. Ja, Mist, sie mit der Infanterie hier. Darf ich nicht vergessen. Tschüss, Königsjäger. Gut. Jetzt als allererstes, bevor ich sie wirklich noch vergesse. Knapp 2 Minuten habe ich dann noch, um den Scheiß-Szenario-Lernzeit rauszuholen. Das wird, glaube ich, nichts. Aber die werde ich auch den Weg hier oben dann nehmen lassen.
hätten wir die mit der Halbkette auch machen sollen. Ja, ich hoffe jetzt einfach auf Nachspielzeit. Wenn nicht, ziehe ich den lieber auch schon mal raus. Der wird sicherlich auch viele Punkte geben. Ja, da ist es wieder, das hättest du dir mal nicht so viel Zeit gelassen, Phänomen. Das heißt, wir brauchen die Überspielzeit. Wenn nicht, wird wohl der ganze Tross hier unten hier in der Map verbleiben und dem Gegner als Punkte positiv entgegenkommen. Aber um ehrlich zu sein, haben wir schon mehr rausgekriegt, als ich erwarte. Ich hätte gedacht, dass mindestens hier eine ganze Menge kleben bleibt. Würde mal interessieren, ob hier tatsächlich Panzer stehen. Und was hier hinten vor allen Dingen war, da wurden ja auch Panzer gemeldet. Das würde mich mal jetzt echt interessieren. Okay, die blockieren sich gegenseitig. Ganz großes Kino. Da wird jetzt also gar nichts mehr gehen, bis ich da Ordnung reinbringe. Okay, der Stau hat sich jetzt selbst gehandelt, aber... Okay, das... Oh, der Panzer 4 hier hätte es tatsächlich auch nicht geschafft. Gut. 10, 20 wird trotzdem nicht reichen, aber... Haben wir sonst noch was auf der Map, oder war es das dann? Nee, ne? Es ist alles jetzt...
Und wir sind in der roten Nachspielzeit. Es gab tatsächlich, habe ich mir aber bei einer so kurzen Mission beinahe gedacht. Also dafür ist die Strecke, die man hier überwinden muss, echt lang. Ich bin mal gespannt, wie viel der Missionsbau festgelegt hat. Hoffe, dass jetzt hier nirgendwo noch ein Fahrzeug kleben bleibt. Oder dann doch noch von hier oder wer weiß, wo Beschuss kriegt. Der Jagdpanther retten können macht auch viel aus. Ich weiß ja noch nicht, wie die letzte Mission wird, aber im Regelfall ist der Jagdpanther ein sehr starkes Fahrzeug. Ist ja natürlich schade, wenn der jetzt hier auf der Map geblieben wäre. Deswegen muss ich auch sagen, einer meiner Fehler war jetzt tatsächlich, den die ganze Zeit hinten zu halten. Hätte ich nicht machen dürfen. Der wäre tatsächlich vorne viel besser angebracht gewesen, weil ich den natürlich genauso wie den Tigerzei relativ als erstes noch von der Map runterbringen hätte müssen. Um sicherzustellen, dass er mir in den nächsten Missionen auch erhalten bleibt. Da waren es noch zwei. Hier, du bleibst jetzt stecken, Panzer 4, dann gibt's aber eine auf der Mütze. Ah, er scheint die Ziel gerade zu erreichen. Jawohl. Und raus. Sehr schön. 3 Minuten drüber haben wir gebraucht. Alles von der Map bis so runter. I like much. Jetzt einfach gleich auf Waffenruhe klicken. Es dürfte keinen Unterschied machen, ob ich das jetzt mache oder die Zeit komplett wegklicke. Wir können ja... Gut, ich kann sie wegklicken, dann sieht man, wie viel Überspielzeit wir gehabt hätten. Und wir haben einen taktischen Sieg. Man muss jetzt ganz ehrlich sagen, was konnten wir nicht mitnehmen? 2 Mann und ein, also insgesamt 3, einer verwundet, 2 tot. Dass wir da nur einen taktischen Sieg haben gegenüber dem, was wir beim Feind angerichtet haben. Aber wir kriegen halt nur diese 1000 Punkte Bonus. Gegen der Feind für diese 3 Dudes. Echt jetzt? Der 511 Punkte bekommen. Die Berechnung finde ich hier ein wenig komisch, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, hier sind 3 Einheiten von mir nicht von der Map runtergekommen. Und der kriegt 500... Naja. Können wir uns das Ganze nochmal angucken. War natürlich klar, dass hier unten lang zu gehen... Hier oben hätte man vielleicht auch noch, aber dann wäre tatsächlich das eingetreten, womit ich gerechnet hätte oder hatte, hier die blöde Stadt. Ja, deswegen habe ich ja sowohl diesen Ort als auch diesen Ort ja breitflächig mit Artillerie belegt gehabt. Hier stand tatsächlich was, sogar eine ganze Menge. Sehr interessant. Dass die uns so gar nicht gesehen haben, hier wäre sogar noch ein garstiger Piab-Trupp gewesen. Keine 17 Finder. Oder ist das eine? Nee. Haben wir hier.
Gut, das ist ja jetzt aber alles nichts Gefährliches für unsere Panzer gewesen. Tatsächlich kann man jetzt sagen, ja, am Kartenrand lang gehen, wie lame ist das denn? Aber ich muss sagen, alles andere, hier ist zum Beispiel eine 17-Finder, alles andere hätte, glaube ich, uns viel zu lange aufgehalten. Also, ihr seht ja, gut, jetzt ein paar Sachen waren mein Fehler, wie hier hinten durch die Hecke durchzugehen. Ne? Das hat uns Zeit gekostet, wo ist denn der Durchbruch, den ich so dilettantisch da reingemacht habe. Der hier ist es, oder? Da hätten wir natürlich den Umweg fahren können. War das hier? Also den. Nee, oder? Jeden Fall haben wir hier hinten viel Zeit verloren. Hier haben wir Zeit verloren. Also die Durchbrüche haben uns schon viel Zeit gekostet. Der hat sich da im Krater versteckt. Der Umweg hat natürlich auch Zeit gekostet. Dass das hier Sumpf ist, wusste ich halt nicht, dass man da nicht mit Fahrzeugen durchkommt. Mussten wir den Umweg nehmen. Aber wenn man jetzt so wirklich guckt, wir hätten eigentlich keine Zeit gehabt, tatsächlich gegen die Feinde kämpfen zu können, finde ich. Also nicht ernsthaft. Dass die hier natürlich auch nichts mitbekommen haben, während sie am Panzer. Also ich finde, nehmt mir nicht übel, dass ich das jetzt sage, aber so stockend duster. Dass die hier nicht merken, dass eine Halbkette und ein Panzer an denen vorbeirasselt, kann es nicht sein. Wirklich nicht. Also, das ist, ja, das sind einfach die Limitierungen des Sichtsystems da. Auch wie gesagt, die hier, guck mal, hier ist ein Tiger 2 lang gerasselt. Was sind das hier? 20 Meter? Selbst wenn man ihn nicht sehen würde, würde man ihn hören. Und da kann man, also auf die Distanz kann man schon nach Gehör dann schießen. Ist jetzt nicht wirklich kritisch schlimm, wie gesagt, ist uns ja jetzt auch zum Vorteil entgegengekommen, sonst hätte ich mich hier natürlich nicht so einfach verpiesen können. Ist aber schon ganz schön hart, muss man jetzt auch so sagen, finde ich, also. Gut, ansonsten, hier wäre auch noch so ein scheiß 17-Finder jetzt. Also hier hinten, wie gesagt, ich habe erst überlegt, hier oben lang zu gehen, aber hier hätten wir und das hätte nicht funktioniert. Und hier querfeldein, dafür wäre auch die Zeit nicht da gewesen. Alles in allem muss ich sagen, für mich hat sich die Mission gegen Ende hin gezogen. Ich denke, beim Zuschauen war es noch schlimmer, weil man einfach nicht viel sieht. Man sieht nur, wie ich überall irgendwelche Bahnen hinmale und sage, hey, da fahren wir jetzt mal lang. Der Missionsbauer gibt sich viel Mühe, abwechslungsreich zu sein. Aber diese Mission hätte man, glaube ich, da hätte man darauf verzichten können. Ja. Oder sie anders. Also das Problem ist, ich weiß auch nicht, wie man es vernünftig hätte besser machen können. Aber ich fand die jetzt nicht so gut. Tut der Kampagne bisher keinen Abbruch, aber diese Mission hätte von mir aus auch fehlen können. So, ich weiß gar nicht, ob ich überzogen habe oder zu kurz gemacht habe. Ich habe die Zeit total aus den Augen verloren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, in der letzten Mission wird es nochmal spannend und dann sage ich wie immer, bis denn dann.